Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 3, zu einem 2 vs. 2. Und in meinem Team ist heute der Feldherr Tobi. Sei gegrüßt. Habe die Ehre, Gaius. Ja, wir wollen heute mal was Neues, also ich wenigstens was Neues ausprobieren. Die Deutschen, die spiele ich so selten und da wollen wir jetzt einfach mal loslegen. Gegen Hauptfeldwebel 18, zweiter Leutnant, Stufe 21. Müssen wir mal gucken. Dafür hat er hier eine niedrigere Heimatstadt. Und ja, du wirst mir ein paar Tipps geben, wie ich die Deutschen sinnvoll spiele, hoffe ich mal. Genau, ich schau mal, ob wir das hinkriegen. Genau, Prärie, die Gegner sind beide Briten, das heißt rein militärisch könnten sie natürlich uns rushen und uns Probleme verschaffen, aber dafür können wir ganz gut raiden, also das wird auf jeden Fall interessant. Genau, was auf jeden Fall auch wichtig sein kann, dass man uns halt defensiv irgendwie einstellen. Klar, die Deutschen können nicht ganz so gut turteln, aber vielleicht halt Häuser so ein bisschen in der Reihe stellen oder Marktplatz dazwischen einbauen, dass man sie halt vielleicht mit anderen Schützen ein bisschen verschanzen kann. Nur ist das im 2 gegen 2 ein bisschen problematisch, weil wenn 2 auf einen pushen, dann muss der andere helfen. Also ist nicht ganz so einfach wie im 1 gegen 1. Das ist richtig, ja. Und das werden wir schon hinkriegen. So, wir haben jetzt nur 100 Holz Start, also einfach nur das Haus. Gut, das macht es ein bisschen einfacher, muss ich nicht so viel Micromanagement machen. Bereit, ja. ich bin eher traurig drüber. Jäger. Ja. So. Oh, jetzt habe ich natürlich. Na. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen gerade. Ja. Das war jetzt echt ein bisschen lahm. So. Hallo? Verstanden. Richtig. Jäger. Gut. Ansonsten ist natürlich wichtig, dass man die gegnerischen Hans Olli, also das Gebiet ziemlich gut erkundet, dass man sofort sieht, wenn irgendwo du die Vierer rumlingern. Ja. Richtig. Okay, und natürlich an die eigenen Hans. Aber da habe ich schon einen gefunden. Zimmermann, Jäger. Okay, ich habe 60 Nahrung, Schatz. Ja. Naja, du kannst eigentlich den Tomahawk holen. Soll ich mir den holen? Ja, jetzt kann sich schon lohnen, in einem Kundschafterkampf. Ja. Ja, Angriff! Richtig. So. Da oben ist eine Herde. Also, sage ich bei Profis auch öfter mal, dass sie die gern mal so einen Tomahawk holen. Okay, was ist jetzt los? Spiel angehalten hier. Weiß ne? Von einem unserer Gegner. Warum? Wieso denn bitte? Wenn ihr sagt, Herden schlecht ist, dann ist das ein Schmarrn, weil meine Herden sind auch nicht perfekt. Richtig. Hä, woher weißt du das bitte? Bestimmt haben die schon alles erkundet, gell? Map-Pack oder was? Also meine Herde, ich habe eine Herde und die ist auch recht weit weg hier. Ja. Und der Rest ist ganz weit weg, also pff. Also, das sehe ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Bereit. Verstanden. Na, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt geht's eh weiter. Genau. Wo ist eigentlich, wie man das Spiel aufhalten kann? Hallo? Oh, sehr schön, die Herde läuft sogar in meine Richtung. Jägerin. Oh, schau mal, dieser gute Schatz, den müsst ihr. Ja, den will ich mir als nächstes. Den hole ich mir als nächstes. Und mit dem Tomahawk kann ich ja jetzt ein bisschen erkunden. Ja, stimmt. Den kann man auch machen. Ja. So, jetzt muss ich nur das Richtige. Das Rush-Deck wähle ich mir. Zwei Siedlerwägen, bitte. Ah, und ich habe einen Speer gefunden. Sehr gut. Gerade als Deutscher ist der Speer eigentlich wahrend wichtig, nur hat man den heute irgendwie nicht. Ja. So wie die Franzosen. Ja. Krähen. So. Da habe ich jetzt die Herde geschossen. Hallo Jäger. Hallo, das sollst. Oh, der Siedler ist ein bisschen geschlafen. Ich verstehe nicht, warum die Gegner ja eine gratis schätze, wenn man nicht alles machen. Stimmt, das verstehe ich auch nicht. Als ist, das. Ist das eigentlich, das ist die normale Prärie, oder? Nicht groß. Ja, das ist immer. Achso, ja, das ist eigentlich die normale Prärie. Die wirkt aber echt stimmt. Riesig. Es ist halt echt saugroß.
Oh, hier ist ein 210 EP-Schatz. Das war du. Ja. Okay, da können wir dann oben zu dir. Ja, und vorher hole ich mir noch einen 95 Holzschatz mit zwei Gewehrschützen, das wird aber auch ein bisschen knapp. Aufgabe Jäger. Ah, oh, ich kann mit 17 Siedlern diesmal schon agen. Nein, ich muss hier rumbleiben, weil ich muss dann schon Handelsposten bauen. Den müssen wir uns dann später mit Julanen hin. Ja, ich werde ein bisschen leider sehr spät agen, ich habe das nicht so gut hinbekommen. Okay, macht nix. Ich habe jetzt ist noch einen Siedler, der ist jetzt gleich gerade bei der Hälfte und danach wird geaged. Hallo, Holzfäller. So, auf was soll ich denn jetzt vor allem gehen? Auf Holz? Bereit, Holzfäller. Wenn ich jetzt age gerade? Aufgabe, Holzfäller. Bereit. Handelsposten, du kannst dann ja den bei mir herunten dann nehmen, weil ich nehme den dann drum. Und ja, einen Marktplatz, den brauchst du da, also du musst einiges auf Holz gehen. Okay. Hallo? Ich bin gerade mit 8 auf Holz. Shit, hier ist der gegnerische Kundschafter. Wo ist mein Tomahawk-Werfer? Der ist gerade ganz weit weg. Und ich bin rausgetappt. Ich hab grad Siedler vom Türkisen gesehen, die vorwärts gelaufen sind, Richtung Mitte. Du bist weit weg, oh shit. Oh, da, ah, okay. Da muss ich weg. Ja, du musst weg. Ach, ich hab doch noch eine Herde bei mir da. Ui. So, Marktplatz. Perfekt. Zimmermann, ja, verstanden. Zimmermann. Jäger. Und natürlich, wenn du eher so schon Richtung Ende vom Age gehst, dann brauchst du auch gut, dass du dann gleich mit der Produktion anfangen kannst. Ja, genau. Gut. Es darf sich vielleicht trotzdem ganz gut lohnen, wenn einer auf Inf geht, das kann er von mir aus übernehmen. Aufgabe. Weil sonst wären wir, glaube ich, echt überrennt. Der Türkise hat schon Siedler in Mitten geschickt, also irgendwo wären die Frontbase klar. Ja. Meine Herde hat sich so dumm. Oh Mann. Das ärgert mich richtig hier. Jägerin. Die Herde hat sich richtig weit weggeschossen. Warte mal, wer von uns soll jetzt den Handelsposten da unten holen? Du, ich hab schon den oben. Okay. Dann gehe ich da gleich mal hin. Aber ich sollte wahrscheinlich vorher jetzt den Stall erst bauen, ne? Ja. Gut. Dann baue ich die Kastien. Zimmermann. Jägerin. Und schau aber trotzdem, dass ich möglichst schnell ins Dritte komme, weil es nicht sehen. Du meinst, du schaust, dass du schnell ins Dritte kommst? Genau, du musst nicht unbedingt, weil du kannst mit deinen Ulanen auch ruhig länger brauchen. Ja. Habe ich jetzt eigentlich schon Ulanen? Müsste ich nicht irgendwo schon Ulanen haben? Ja. Wo sind die denn? hast du schon die drei Siedler wegen können? Nee, hole ich mir jetzt gerade. Ja, dann kannst du noch keine Ulanen haben. Ach so. Im ersten kriegt man keine Ulanen. Das war OP. Richtig. Ja, wird gemacht. Jäger. Wo haben denn die eine Frontbase? Oder hat der so. Ach, der hat seine Siedler da zum Nahrung sammeln halt. Ah, okay. Das ist natürlich Aschi. Oder hat denn? Okay. Taugt mir. Ja, verstanden. So. Okay, Ulan ist in den Bau. Normal lassen wir immer die 700 Holzschicker als zweite Karten, aber in dem Fall kommt tatsächlich schon das Gold, weil ich möchte FF machen. Ah, schau an, da oben sind sie. Ja. Ah, okay, sie haben doch beide Doppelkasernen. Okay, dann müssen wir beeilen. Verstanden. Zimmermann. Jäger. Hallo? Zimmermann. Jäger. So. So viel Ulane krieg ich noch. Ja. Jawohl. Oh, die Map ist echt riesig. Das ist. Wird erledigt. Aber das ich geh jetzt mal im Osten raiden. Was schicke ich mir denn das als zweite Schiffsladung? 700 Holz ist normal zum Empfehlen. Okay, er kommt bei mir daher. Er kommt bei mir. Brauchst du? Die kommen beide zu mir. Oh, shit, ja. Ja, ich kann gerade Siedler von denen töten. Bereit? Ja, ist schon okay. Ich gehe jetzt ins Dritte, ich kann agen. Okay. So. Aber jetzt halt, ja, jetzt kritisch. Ja. Bereit. Auftrag. Ich brauche gerade mal 200 Holz, 100 Holz, dass ich Kasernen wieder aufbauen kann. Ja. Angriff. Bereit. Ich kann einige Siedler töten. Auftrag. Wird erledigt. Okay, dann ziehe ich mich zurück. Verstanden. Okay, gut.
Ja. Bereit? Jawohl. Aufgabe wird richtig. Na komm. Jäger. Jäger. Okay, da reißt einfach alle Gebäude bei mir ein. Komm mal, Aufgabe. Hallo. Das haben wir da gerade keine. So, ich bin im dritten, aber ich habe keine EP für Schützen. Ich schicke mir mal 8 Armbrustschützen, um dich zu unterstützen. Ja, kannst du mir Nahrung und Gold schicken oder sowas? Ja. Gold habe ich leider aktuell auch nicht. Okay. Auf verstanden. Bereit. Verständlich. Jawohl. Verstört erledigt. So, ich versuche jetzt hier nochmal zu raiden. Verstanden. Jawohl. Wird erledigt. Der heißt einfach alle meine Heise auf. Er hat mich gesehen hier. Ja. Aber ich krieg jetzt gleich 8 Plänkler aus der Heimatstadt, in Kombination mit den Dinger, mit den, was ist denn der Minuteman? Die hol ich mir, ne? Aber ich hab keinen Pop, um irgendwas zu bauen. Okay, ich schick mal die Armbrustschützen zu dir. Oh, ja, jetzt wird's kritisch. Und meine Kaff schicke ich auch mit. Das ja, war groß der Pop, mal schauen, ob ich's verteidigt kriege. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut abgewehrt. Haha! Ja, haut's ab, ihr Greisling. Drecks Musketiere. Was sind deine Siedler mir hier im Weg, ey? Das sind meine Siedler. Ja, deine Siedler. Was haben sie denn verbauen? Ja, waren im Weg rumgestanden. Okay, wir sollten die nicht verfolgen, oder? Nein, nicht. Oh, ich bin froh, dass es gerade abwehren kann. Das war wichtig. Aber sie haben eine gute Wirtschaft, wir müssen mal weiterreden. Die sind Briten. Das stimmt. Ja, ich dann gehe ich einfach weiter auf Plänkler, muss meine Heiße wieder aufbauen und du machst aber richtig viel Kampf. Aufgabe, ja. Händler. Bin ich dabei? Oh, ich muss wieder Häuser bauen. Ah, shit! Da bin ich jetzt natürlich genau reingelaufen. Ah, miese Kind. Verstanden. Oh, wie viel sind denn da bitte? Wie viele Musketiere haben die denn? Ich habe das Gefühl, die werden als nächstes zu mir gehen. Ich zieh mich mal ein bisschen zurück. Händler. Ja, verstanden. Bereit. Zimmermann. Zimmermann. Puh, ja. Ich muss einfach Plänkler jetzt messen an mir. Dann baue ich auch. Jetzt haben wir natürlich keinen Marktplatz auch nicht mehr. Die haben wir echt alles eingerissen. Ja. Hallo, Jäger. Geh weiter raiden. Die Stinger da nutzen und da ist was. Ja, ich gehe. Das ist das Problem, mein Mikro ist immer ein bisschen langsam. Ja. Bereit? Ja, jetzt greifen sie mich natürlich. Das ist ja, ich krieg keinen Moment. Aber okay, ich mach den Raid fertig. Ja. In den Kampf! Auftrag! Ja, China Raid, okay. Schaut gut aus. Ja, richtig. So. Die heißen halt echt alle Gebäude ein. Ja, bei mir ist auch. Ist doch nicht besonders gut eigentlich. Wenn, dann müssen wir uns aufs Dorfzentrum gehen. Aber gut, ich stehe jetzt hinter die Heiße, das ist ein schöner Wall. Boah, du hast auch nochmal Minuteman auf und damit können wir es locker zurückschieben. Ja, Angriff. Und gleich kommen nochmal 5 Armbrustschützen. Bereit. Oh, okay. Ja, okay, meine Kraft. Ah, shit, meine Kraft kommt da jetzt auch nicht so gut hin. Doch, kommt sie. Ha, meine Kraft kann die jetzt abwenden. Sehr schön. Okay, sehr gut, sehr gut. Bereit. Die kriegen wir auch. Ja, die haben wir. Ja. Sehr ich gehe dabei beim Blauer wieder raiden, einfach weiter nerven. Ja, jetzt ist mein Stein natürlich down und ich habe kein Holz mehr. Oh Gott, ich habe 2 Schiffsladungen. Das ist doch super, frei. Ja. Dann ich age gerade, dann hebe ich mir die auf fürs nächste Age, ne? Ja, genau. Hast du Holz übrig zufällig gerade? Ja, zufällig habe ich mir gerade 1000 Schicker lassen. Oh, perfekt, dann kann ich einen neuen Stall bauen. Zimmermann. Dass einer wenigstens noch Kaff macht. Zimmermann. Händler. Ja. Jetzt habe ich aber keine Herden mehr. Was macht man jetzt? Ja. Map Control holen. Du hast rechts von dir hast du Herde, die musst du unter Kontrolle kriegen. Vielleicht dann mit einem Außenpost. Ja, mach ich. Aufgabe. Verstanden, Jäger. So, was hole ich mir denn? Ich hole mir jetzt mal 9 Ulane und 1000 Holz.
Gut, ich hab's wieder schön unter Beschäftigung gehalten dabei. Haben wir ein bisschen Raid halt. So, ich habe jetzt 5 Ulane und 5 Plänklein im Bau. Aber ja, ich kann das Raiden immer nicht so gut. Ah, komm, ich kann mir den Schatz hier noch holen. Ich werde wieder angegriffen hier, shit. Was, schon wieder? Ja, shit. Okay, ja, ich habe aber gute Armee da, also ich glaube nicht, dass... Oh, okay. Sie haben auch. Hui. Ich werde den ohne. Und Plänkler habe ich. Plänkler habe ich. Achso, ja, du hast ab. Oh, die haben Orgelkanal. Okay, das will ich gut sehen. Okay, aber die ganze Kaffee ist halt eklig, weil ich habe ganz viel Plänkler da. Hm, ja, ja, geh mit deiner Kaffee auf, dann muss ich aufnehmen. Ja, okay, ich brauche mehr Plänkler. Und natürlich weiterhin Kaff. Und ich hole mir noch 8 Plänkler. Aber das kriegen wir wieder abgewehrt. Schaut, das ist halt super aus. Oh na, okay, jetzt kommt. Wie soll ich die Kaff abgewehrt? Jetzt haben wir ein Problem, ne? Kriegen wir hin. Verstanden. Wird erledigt. Jawohl. Und Schuss. Schuss. Man kann mit einer großen Plänklerarmee und ein bisschen Ulanen als Unterstützung ist schön. Oh, ich fühle mich gerade total überfordert mit der ganzen Lage. Ich habe gerade alle Siedler untätig, ich bin auch gerade überfordert. Ja, ich auch. Aber es geht, es schaut gut aus, wirklich. Ja. Haben wir die schon wieder abgewehrt. Und ja. Ich habe jetzt das Dorfzentrum gebaut, damit wird jetzt meine Wirtschaft auch stärker. Ja. Jäger. Ja, und ich baue jetzt hier rechts einen Außenposten. Boah, ich habe glaube ich mittlerweile 40 Plänkler. So, und jetzt baue ich hier noch ein paar Häuser, um mein Dorfzentrum ein bisschen zu schützen. Zimmermann. Ich hol mir jetzt auch nochmal die verbesserte Handelsroute, weil die haben sie einfach ihren Handelsposten nicht geholt. Darf ich es büßen? Jäger. So. Ah, okay, der blaue holt sich die gute Map-Kontrolle mit seinem Außenposten da drum. Okay, wir müssen mal noch mehr raiden. Geh wieder raiden am besten. Ja, ich habe dann nicht so viel Kraft, die dann verteidigt, aber. Ja, passt schon. Ich geh wieder raiden. Oh shit. Ah, was? Die kämmern schon wieder? Ja, im Osten. Ah, okay, sie raiden. Ja, da können nicht 2 Siedler wägen, leider. Oh, okay, es sind 4 Siedler. Hallo? Schade. Ja, richtig. Auftrag, jawohl. Jawohl. So, ich kann sie hier nur angreifen, das merken sie nicht, glaube ich. Ja. Auftrag. Ja. Sie sind halt beide nur im zweiten, das ist super gut, sie können keine Kanonen machen. Und ich habe 50 Plänkler mittlerweile. Ah, okay, ganz gewinne ich den Kampf auch nicht. Bereit? Shit. Auftrag, jawohl! Hallo, Händlerin. Ich brauche mehr Gold. Mein Gott, ist das jetzt hart. Ja, okay, ich muss eine Mühle mal bauen, glaube ich. Was? Na, warum? Naja, gut, mein im Osten, das ist... Du kannst doch rechts einfach nur einen Außenposten bei der Ferien bauen, dann hast du noch mehr Sicht, dann sechs kannst du sofort alles einquartieren. Ja. Es ist halt nicht so frischer Mühle. Und da haben sie... Oh, ist das nicht von dir, gell? Ja, wird erledigt. Oh, nee, ja, dann, ich lauf hin mit Ulanen. Bereit. Ja. Auf Jägerin. Bereit. Oh, ich lauf genau in die Musketiere rein. Ah, okay, sie haben es geschützt, haben es gut gemacht. Jawohl. Okay. Ich versuche jetzt mal irgendwie da Siedler zu bekommen. Ist aber halt echt nicht leicht. Bereit. Ja, verstanden. Hallo? Ja, der Haufen Kavallerie. Jetzt gehe ich heute gerade voll auf Infanterie, obwohl ich die ganzen Kavallerie abgrenzt habe. 2 Siedler bekomme ich. Bereit. Auftritt erledigt. Okay, also jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er im dritten Longholz dabei. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Jawohl. Es geht. Soll ich ins vierte gehen, wenn ich kann? Auftrag wird erledigt. Ich war mal, lieber du darfst mal jawohl gescheit Ulanen machen. Also, achso, du gehst auf, Plänkler, das brauchst du gar nicht. Ich hab genügend. Also, war ja, okay, gescheiter, dann du mach gehst ich mehr, dann mach ich jetzt das Upgrade für die Ulanen und geh noch stärker auf Ulanen.
Und du kannst da auch die Teamkarten holen, weil ich mache auch schon ein bisschen Kaffee, also Ulanen. Kriegswagen, genau, die mache ich vor allem gerade. Okay. Oh, ich bin jetzt hier. Ich bin einfach ein bisschen überfordert mit der Lage. Auftrag! Sollte vorkommen. Ich versuche hier irgendwo Siedler zu bekommen, aber. Das ist nicht so leicht. Ja, Tatsache. So ist vielleicht dann. Schau mal, nur noch. Ja, ja, ich habe da unten auch noch was gescoutet. Da gehe ich jetzt vorher hin. Shit, das sind. Okay, jetzt sind es alle im dritten. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall auch mit Kanonen rechnen. Jetzt brauchen wir nur dringend die Kampf. Komm, 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 töte den. Okay, weg. Jawohl. Wird erledigt. Hallo? Ja. Oh, es ist die Mine weg. Holzfäller. Es ist die Mine weg. Hallo? Wird Jägerin. Ich hab nur eine Mine geholt, also da kannst du noch mit hergehen. Zimmermann. Ja, ich bin wieder ein bisschen überfordert gerade. Ich hab Map-Control über den Teil von der Map gekriegt. Okay, dann baue ich jetzt hier noch einen Außenposten hin. Aufgabe Zimmermann. Jäger. Bereit. Aufgabe Jägerin. Achso, ja, Kriegswägen sollte ich auch ein paar bauen, oder? Ja. Gut, alles in Bau. Gut, wenn es haben wir eine große Armee jetzt, dazu sie vielleicht Luna Ort zum Greifen. Ah, gut, perfekt, du hast nochmal was ausgegriffen. Ja, ich glaube, es war eine gute Idee, jetzt Ort zum Greifen. Ja, okay. Verstanden. Ja, schauen wir in meine Armee. Ach ja, du hast eine große Armee, ja. Lass mal zu diesen. Da, schau mal, das sind die Feinde. Minuteman. Ja. Ja, und da sterben alle meine Siedler im Osten, weil ich nicht aufpasse. Ja. Das war wieder mal klar. Bereit. Holzfäller. Aufgabe. Ja. Oh ja, da kann ich Siedler töten, sehe ich gerade. Oh Gott, ich fühle mich so. Zimmermann, Jäger. Überfordert. Auf Wert verstört, verstört, Das sind Musketiere, jawohl. Ich bräuchte deine Plänkelarmee. Ja. Aufgabe. Hallo? Richte, Jägerin. Genau, Musketiere ein bisschen anlocken und schon können wir 50 Plänklein. Perfekt, dann schießt du mal auf die Musketiere. Verstanden. Ich gehe auf die Siedler rechts. Bereit, verstanden. Auftrag, jawohl. Ja, jawohl. So. Ah, da ist ja eine ganze Kraft. Jetzt haben wir es. Ja, meine Perfekt. Kriegswägen kommen auch. Ich habe nur riesen Goldengpässe. Gut, warte, ich schicke das. Ich hab zwar jetzt auch nicht die Masse, aber ich soll jetzt weiter produzieren können. Okay, dann gehe ich hier mal ein bisschen und schau noch, dass ich Siedler bekomme. Oh, sie schauen schon GG. Ah, jawohl. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich geh jetzt mal in die Wirtschaft rein. Ja, wir haben eine viel stärkere Armee gehabt. Schau dir das an. Ja. Wir sind ja einfach nur Auftrag wird erledigt. Auseinandergenommen worden. So, jetzt schauen wir mal hier noch. Ja, das sind richtig viele Siedler, die ich jetzt mir holen kann in der Heimatbase von Hellblau. Ah, shit, mein Ulan sterben. Nicht so gut. Aufwärts, jawohl. Angriff! Verstanden! Süß, er will jetzt mit seinen Siedlern hier fliegen. Komm ich einfach von der anderen Seite und töte noch mehr Siedler. So. Ich hab das Team-Upgrade noch gar nicht geholt. Mach ich jetzt einfach. Schade! Ja, das habe ich ein bisschen verschlafen, leider. Ich war überfordert mit der ganzen Situation. Vor allem jetzt ist schon wieder kein Gold mehr da. Aber wir haben gewonnen. GG! Wow, was für ein Game! GG, ja. Wir sind am Anfang gut unter Druck gesetzt worden, aber souverän verteidigt. Ja. Und haben gewonnen. Nicht schlecht. Also das ist echt für mich ein bisschen ungewohnt, sag ich mal, so zu spielen, wenn ich das. Ich kenne es halt als Briten ganz anders. Mhm. Und hier die Map Control, das ist halt mein Problem. Ich achte dann, ich schaff's immer nicht so gut drauf zu achten. Also ich bin immer sehr Raid-anfällig. Bereit. Ja. Klar, kann man dann mit den Außenposten arbeiten, aber wenn die da halt mit der Armee kommen, ist der ganze Osten, werden meine ganzen Siedler tot.
wenn ich da nicht schnell gut laden komme. Aber also der Außenposten heute halt da gut was her, also so ist es jetzt nicht. Ja, das stimmt. Wir haben ja mobile Armee, also das ja. geht schon rechtzeitig. Also meine Ressourcen sind jetzt am Ende nicht mehr so gut. Ich hatte 2000 Nahrung, 2000 Holz und 85 Gold. Ah ja. Weil unten war die Mine weg und bei mir rechts auch die Mine. Ich hätte schon auf die Mine ganz rechts gehen müssen. Ja, man muss immer die Map kontrollieren. Ja, Gott, ne? Ja. Ja, das hast du ja ganz gut gemacht da oben auch. Da hat er aber auch ein neues Dorfzentrum gebaut, okay. Nicht schlecht. Ja. Aber ihr hättet noch lange Ressourcen gehabt da drum. Nochmal 1400 an der Mine. Das ist ja sehr gut. Und da ist, ach, da ist nochmal eine Mine. Ah, okay. Ja, mit deinem Plänklern war auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe ja sogar einige Plänkler auch noch in meiner Heimatstadt gehabt, als Schutz. Ja. 18. Ah. Ach, die hast du gar nicht mitgeschickt. Nee, ich dachte, sicher ist sicher, dass man nochmal was hat, falls die... Ich habe mich auf jeden Fall ganz gut einbunkern können. Das Problem ist, ja, das Einbunkern ist also, hat mir halt jetzt nichts mehr gebracht. Genau, wie ich es gesagt habe. Ich hatte halt keine Ressourcen mehr und keine Mühlen und so, deswegen war jetzt der Schutzwall am Ende natürlich nicht mehr hilfreich. Aber am Anfang, das war sehr hilfreich. Das war ganz gut als Tipp, ja. Ja. Gut, schauen wir doch mal. Ja, bei mir, also ich habe zwar auch sowas versucht, aber die haben ja, wie gesagt, ich habe in dem Moment noch überhaupt nichts gehabt zum Verteidigen, logischerweise. Ja, weil ich habe ja FF gemacht. Aber dann ist perfekt. Die haben zwar fast alle Häuser eingerissen an den Marktplatz, aber dann ist halt mein 8 Blinkler-Shipment können wir mit genau. dem Minutemen. Ich kam mit den Armbrustschützen und mit meinem. Ja, genau, du auch noch dazu. Und da haben sie zurückziehen müssen dann, ja. Ja, das war ganz gut, der Vorschlag von dir jetzt zu pushen, das war genau der richtige Zeitpunkt. Ja, dann konnten wir gewinnen. Schauen wir doch mal in die Statistik rein. Ja, genau. Oh, ich hatte sogar die meisten Rohstoffe. Schau an. Was? Ja, 200 mehr als 200 du. 200 mehr als du. Obwohl ich doch aber einige Siedler cool, auch gell? Verloren habe. Die zwei Deutschen haben mehr Wirtschaft als die zwei Briten. Das ist schon bitter, muss man sagen, ne? Ja. Das ist schon sehr bitter. Schau mal auf Militär. Da habe ich auch die meisten Kills gemacht. 110. Hey. Läuft. Ja, dafür ich die wenigsten Verluste. Sauber. Ja. Mit genau gleich. Du hast auch eine Einheit mehr als ich. Ja. Nicht schlecht. Schauen wir mal auf die Zeitlinie. Dorfbewohner, Bevölkerung, Dorfbewohner. Oh ja, da war ich auch gut dabei. Ja, was geht dabei? Da habe ich dich sogar eine ganze Zeit lang überholt. Ja gut, da bist du ins Dritte gegangen. Ja, ja, da war ich unter Druck. Da hab ich mit was bist du ins Dritte gegangen? Dann mit, ach, mit den Einheiten oder was? Nein, ich gehe immer schnell. Ach so, das okay. Ja, ich auch. Sonst... Aber ich hatte dann doch deutlich mehr Siedler als du, ne? Ja, ich habe da Zeit lang nichts mehr produziert. Das noch. Ja. Oh ja, gut, oben hast du mich wieder eingeholt. Da habe ich dann nichts mehr produziert, weil ich mit dem Kämpfen beschäftigt war und überfordert war. Aber schau dir mal, ah, wir haben ja auch am Anfang, ich weiß nicht, ob das du oder ich was, einiges bei Dark Knight raiden können, von 26 auf 20 runter. Stimmt, ich glaube, ja, das warst du, glaube ich, ja. Ich habe ab und zu mal ein bisschen was gradet beim Dunkelblau, aber ja, das war immer mal so ein, zwei, ne? Mhm. Aber schau mal hier, vor allem dann jetzt am Ende 1935, von 39 Siedler haben wir jetzt den Hellblauen auf 18 Siedler runtergeholt, also da war es dann wirtschaftlich für ihn echt vorbei. Ja. Der Dunkelblaue hatte noch ordentlich Siedler, muss man sagen. Mhm. Gut, jetzt schauen wir nochmal auf Bevölkerung, Militäreinheiten, Teamstatistik. Oh ja, also am Anfang waren die halt echt stärker, ne? Bei Minute 5 bis Minute 8,50 hatten sie mehr Truppen als wir. Ja, das ist da, wo praktisch ich ins Dritte, sechste, wo ich ins Dritte gegangen bin, ja. Da haben sie mir voll unter Druck gesetzt. Und da habe ich mir auch nochmal 8 Armbrustschützen geschickt. Und du dann sind meine Truppen aus der Heimatstadt gekommen. Genau. Und ja, von dir auch. Und dann war es richtig eng immer. Und danach sind wir auf einmal komplett aufgegangen. Knallharte Kämpfe und genau, dann ab Minute 14 sind wir richtig Stück für Stück abgegangen und die hatten kaum noch Militär irgendwie, ja, haben kaum was nachproduziert, sind dann halt ins Dritte gegangen, haben da ihre Ressourcen gesammelt. Ja, cool. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wunderbar. Ja, ja, schönes Match schon. Ja. Die Ressourcensammelrate an, ja, ja, da war ich, da habe ich dich, als du ins Dritte bist, habe ich dich dann überholt mit der Ressourcensammelrate. Mhm. Das lief doch ganz gut. Ja, gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. War ein ganz interessantes Match und ich habe mal zur Abwechslung nicht die Briten, sondern mal die Deutschen gespielt. Genau, also, war wirklich super. Dass die Deutschen einmal ein bisschen lernen, ja. Unsere Heimat vor. Ja, genau, dass ich mal ein bisschen Abwechslung dann auch bringen kann, das ist ja nicht schlecht. Ja. Okay. Ja gut, ich muss dann einmal wieder was anderes machen. Ich kann dir ja dann mal die Briten zeigen. Jetzt müssen wir dann doppelt Briten machen. Genau. Alles klar, liebe Leute, das heißt, ihr habt schon gehört, auf was ihr euch dann vielleicht als nächstes freuen könnt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar und... Und von mir natürlich, der Feldherr. Wir sind aber beide Feldherren eigentlich. Das ist richtig. Also, ja. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und auf Wiedersehen. Habe die Ehre.